Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ein herzliches Willkommen aus der Kirche St. Josef in Nette. Angesichts von Corona möchten wir mit diesem digitalen Gottesdienst zu Ostern ein Zeichen der Ökumene setzen. Wir feiern heute Ostern, das Fest der Auferstehung Jesu. Gott ist ein Gott des Lebens. Er lässt Jesus nicht im Tod zurück. Und er will auch uns neues Leben schenken. Der auferstandene Herr ist nun hier in unserer Mitte. Ihn grüßen wir und beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr Jesus Christus, du lädst uns ein, deinen Sieg über den Tod zu feiern. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Neubelebung, Auferstehung des Guten in uns willst du bei uns bewirken. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Ja, dein Leben der Hingabe und Liebe wollen wir nachahmen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Gott, du bist Leben, du bist Liebe. Du bist immer hinter uns, vor uns und mitten unter uns. Wir danken dir, von dir geliebt und angenommen zu sein, mit den vielen weißen Flecken in unserem Leben, den dunklen Punkten und den grauen Zonen. Hilf uns, aus dem Bannkreis des Todes herauszutreten, Trauernde zu trösten und längst verloren Geglaubte zu lieben. Schenk uns die Auferstehung zu einem Leben in deinem Licht durch Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen und uns ein unvergängliches Wesen geschenkt hat, in der Kraft deines Geistes, ohne Zeit und Stunde, in Ewigkeit. Amen. Zeichen, die Hoffnung machen und Worte, die Hoffnung machen, haben wir in den vergangenen Monaten mehr ersehnt als in den Jahren vorher. Wir hoffen auf ein Ende der Pandemie, denn wir wollen leben. Das hat uns ein Jahr Corona unseren Lebenshunger neu und tiefer bewusst gemacht. Wir lernen vieles, was wir früher selbstverständlich genommen haben, neu zu schätzen. Ganz normal dem Beruf nachzugehen, Freunde zu treffen und nette Menschen wieder umarmen zu können. Besonders zu Ostern schenkt Jesus uns Hoffnung. Er ist auferstanden. Das Leben hat über den Tod gesiegt. Wir dürfen nach vorn blicken, über die Zeit der Pandemie hinaus, ja sogar über den Tod hinaus. Das Leben siegt. Das ist Ostern. Hören wir jetzt solche Worte der Hoffnung, die vom Leben in Fülle künden. Hören wir nun einen Abschnitt aus dem Evangelium nach Johannes. Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala früh morgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen, und wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab. Sie liefen beide zusammen. Aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging jedoch nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Haupt Jesu gelegen hatte. Es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben, an einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger,
der als erster an das Grab gekommen war, hinein. Er sah und glaubte, denn sie hatte noch nicht die Schrift verstanden, dass er von den Toten auferstehen müsse. Soweit die Worte des Evangeliums. Liebe Ostergemeinde, liebe Schwestern und Brüder in Christus, wir sehen ein Licht am Ende des Tunnels. Wie oft haben wir diesen Satz zum Jahreswechsel gehört? Zurzeit sagt ihn niemand mehr, als wenn sich in dieser Phase der Pandemie eher Frust und Resignation und Dunkelheit breit macht. Frühmorgens, als es noch dunkel war, ging Maria zum Grab, haben wir gerade in der Lesung gehört. In der Dunkelheit macht Maria sich auf und sieht ein Hoffnungszeichen. Der Stein vom Grab ist weggenommen. Maria scheut nicht die Dunkelheit an diesem Morgen. Sie geht im Dunkeln ihren Weg, im Vertrauen darauf, dass Gott bei ihr ist, im Vertrauen darauf, dass sie auch das Dunkle in ihrem Leben aus Gottes Hand nimmt. Gott wohnt auch und gerade im Dunkeln. Gott will im Dunkeln wohnen und hat es doch erhellt, heißt es in einem Lied. Wir feiern heute Ostern, Sieg des Lichts über die Finsternis, Hoffnung, dass Gott das Dunkle erhellt. Unsere Osterkerzen sind ein Zeichen dieser Hoffnung. Sie werden uns das kommende Jahr Licht schenken, wie auch immer die Pandemie unser Leben verändern wird. Gottes Licht für uns bleibt in Ewigkeit. Christus ist auferstanden für uns, jetzt, in dieser Zeit, an diesem Ort, an dem wir uns gerade befinden. Wir feiern in unseren Kirchen, in unseren Häusern. Gott ist da, leuchtet mit seinem Licht auf unseren Wegen, wenn wir suchen und wenn wir fragen. Maria sagt zu den Jüngern: Wir wissen nicht, wo der Herr ist. Maria steht zu ihren Fragen. Gott weiß um ihre Unsicherheit. Gott trägt uns in unserem Zaudern und mit unserem Mut. Wie damals die Jünger in ihrem Wettlauf zum Grab. Der eine Jünger läuft im Osterevangelium schneller, kommt als Erster ans Grab, geht jedoch nicht ins Grab. Petrus kommt später und geht hinein. Der andere Jünger geht ihm hinterher, sieht und glaubt. Gott ist da, leuchtet mit seinem Licht auf unseren Wegen. Wenn wir glauben und wenn wir zweifeln, wenn wir langsam gehen und wenn wir schnell laufen, wenn wir zaghaft sind und wenn wir innehalten, vielleicht warten, dass ein Bruder, eine Schwester vorangeht. Die eine traut sich alleine zum Grab zu gehen, der andere eilt zum Grab, hält dann inne. Wieder ein anderer braucht mehr Zeit, um zum Grab zu gelangen, hat aber den Mut, als Erster hineinzugehen. Und der als Zweiter hineingeht, nimmt wahr und glaubt. In dieser Ostergeschichte sind mehrere Menschen unterschiedlich und doch gemeinsam unterwegs. Heute betrachten wir unsere ökumenischen Osterkerzen, die in mehreren Kirchen in unserem Stadtteil an Ostersonntag entzündet werden. Evangelische und katholische Gemeinden, so unterschiedlich wie auch teilweise auf die Pandemie reagieren. Die einen öffnen an Ostern ihre Kirchen, die anderen feiern Gottesdienst. In christlicher Verbundenheit entdecken wir das Osterlicht, sind wir gemeinsam an Ostern unterwegs. In Demut, wie schwierig es ist, den richtigen Weg in diesen Zeiten zu finden,
gehören wir zusammen. Letztlich auch in unserem Nichtwissen, denn sie hatten noch nicht die Schrift verstanden, heißt es über Petrus und den anderen Jünger. Wie tröstlich! Mit dem Verstand ist die Auferstehung Jesu auch bis heute nicht zu begreifen. Wenn wir die Osterkerzen sehen, ihr Licht erahnen, ist Gott da, leuchtet mit seinem Licht auf unseren Wegen. Wir können das Licht Gottes spüren, es erfahren, das Osterlicht. Es wärmt, es schafft Klarheit und bringt Wahrheit. Es ist barmherzig und lässt sich teilen. Denn ihr seid das Licht der Welt, wird uns auch an Ostern zugesagt. Gebt das Licht weiter, gebt die Osterfreude weiter an andere. Geben wir in diesem Jahr, besonders in Gedanken, das Osterlicht weiter. Ich lade Sie ein, stellen wir uns einen Menschen vor, dem wir zusprechen. Halleluja, Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Senden wir so in Gedanken einem lieben Menschen ein Lichtstrahl an Ostern. Manche Dunkelheit wird nicht verschwinden, aber es kann darauf ein neues Licht fallen, das göttliche Licht. Denn es umhüllt uns in Ewigkeit über den Tod hinaus. Welch eine Zusage! Und das österliche Licht, es scheint uns auch jetzt schon auf unserem Weg. Welch eine Zuversicht! Diese Hoffnung kann unser Leben verändern. Jetzt! Liebe Ostergemeinde, liebe Schwestern und liebe Brüder in Christus, es geht nicht erst um ein Licht am Ende des Tunnels, sondern um das Licht Gottes, das heute schon das Dunkel erhellt und auf unsere Wege scheint. Denn Gott ist da mit seinem Licht. Das feiern wir an Ostern. So lasse Gott das Osterlicht leuchten für uns und für die ganze Welt. Amen. Ein Zeichen unserer Verbundenheit als Christen und Christinnen im Stadtbezirk Mengede sind die ökumenischen Osterkerzen. Bereits zum 5. Mal werden in allen evangelischen und katholischen Kirchen zum Osterfest Kerzen mit demselben Motiv entzündet. Und diese leuchten dort als sichtbares Zeichen der Osterfreude bis zum kommenden Jahr. In diesem Jahr ziert die Osterkerze ein rotes Kreuz, in dessen Zentrum die österliche Sonne aufstrahlt. Das Kreuz ist eingerahmt von den griechischen Buchstaben Alpha und Omega, die für den Anfang und das Ende stehen. Christus ist der Erste und der Letzte. Sein ist die Zeit. Er ist bei uns, auch im Jahr 2021. Und so bitten wir, segne diese Osterkerzen, die in unseren evangelischen und katholischen Kirchen im kommenden Jahr brennen sollen. Ihr Licht erhelle und verwandle alles Dunkle in uns, damit unser ganzes Leben unter dem österlichen Licht steht und wir als Gläubige beider Konfessionen Jesus glaubhaft nachfolgen, der uns auf dem Weg vorangeht. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Im Namen des Vaters
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr Jesus Christus, auferstandener und lebendiger Herr, wir bitten dich. Stärke alle, die sich für den Schutz der Umwelt einsetzen, damit unsere Erde lebenswert bleibt. Du auferstandener Christus, wir bitten dich, erhöre uns. Steh allen jungen Ehepaaren bei, die ein Kind erwarten, dass sie mit Freude und Dankbarkeit ihr Kind annehmen. Du auferstandener Christus, wir bitten dich, erhöre uns. Hilf Frieden stiften, damit Leben nicht durch Gewalt und Hass zerstört wird. Du auferstandener Christus, wir bitten dich, erhöre uns. Mache alle bereit, daran mitzuwirken, jungen Menschen eine gute Zukunft zu ermöglichen. Du auferstandener Christus, wir bitten dich, erhöre uns. Lass die nicht verbittern, deren Leben durch ungerechte Gefangenschaft oder Krankheit beeinträchtigt wird. Du auferstandener Christus, wir bitten dich, erhöre uns. Erwecke alle Verstorbenen zum ewigen Leben bei dir und komm ihnen voller Liebe entgegen. Du auferstandener Christus, wir bitten dich, erhöre uns. Nehmen wir all unsere Bitten mit hinein in das Vaterunser, das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus ist auferstanden. Halleluja! Mit dieser frohen Botschaft dürfen wir, trotz aller Einschränkungen, Ostern feiern. Wir wünschen Ihnen allen ein frohes und gesegnetes Osterfest. Und so wollen wir nun den Segen des Herrn herabrufen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. So segne uns der Gott des Lebens, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.